Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Projekt auf unserem Kanal Wer das Brot und die Unmöglichen. Mit dabei ist heute die Lea. Hallo. Hi. Und wie erstmal Dankeschön an den Entwickler Deep Silver, dass sie uns dieses Spiel zur Verfügung gestellt haben. Und natürlich erstmal Bernds Lieblingssatz. Ach, Mist. Wer das Brot kennt ihr hoffentlich noch auf dem Kika-Kanal, abends immer am Laufen und ich glaube auch irgendwann mal mittendrin. Aber ich erinnere mich nur, dass man immer nachts an Bernd das Brot, da wird gesagt, wie eine Raubfasertapete angestarrt hat. Ich würde sagen, wir springen direkt mal ins Spiel rein. Der Bernd. Wo bin ich? Warum bin ich hier? Und wer bin ich? Keine Ahnung, oder? Tja, Oder? das Oder ist der Kern unserer heutigen Gesellschaft. Bin ich dumm oder nur dämlich? Bin ich Social Web oder Point-and-Click-Adventure? Eloquent oder rede ich gerade absoluten Käse? Will ich wissen, was ich hier mache? Oder will ich einfach nur dieses wunderschöne, gleichmäßige und langweilige Weiß anstarren? Ja, trotzdem habe ich keine Ahnung, wie ich hierher gekommen bin. Eigentlich ganz nett hier. Schön langweilig. Bernd? Wer bist du? Der Schöpfer. Dann würde ich mich gerne beschweren. Wegen den kurzen Armen. Wir sind die Entwickler des Spiels. Ihr seid zu mehreren? Und dann habt ihr nur ein deprimiertes Kastenbrot in einem weißen Raum hingekriegt? Ja, und du bist bewusstlos. Ich bin. Genau. Deshalb bist du in diesem weißen Raum. Aber weshalb bin ich bewusstlos? Tja, das gilt es herauszufinden. Viel Spaß. Hey, wartet mal. Wie soll ich? Hä? Was ist das? Ein Schaf. Ein Foto Oh. von einem Schaf? Ich erinnere mich an dieses verrückte Schaf. Es heißt Chili. Genau, Chili das Schaf. Okay. Aber da war noch jemand in meinem Leben. Linksklick Wer kann das heißt, denn sein? hingehen oder drücken und rechtsklick heißt Das erkunden. bin ich. Aber wer bin ich? Das heißt, das ist ein. Ein Foto von einem Busch? Ein Busch. Ah. Richtig. Der verrückte Busch namens Briegel. Aber was verbindet mich mit dem Schaf und dem Busch? Wenn wir es im Album Ein erfahren. Erinnerungsfotoalbum. Ein Erinnerungsfotoalbum. Ohne Fotos. Sinnvoll. Oh. Vielleicht sollte ich mal Fotos einkleben. Das ist natürlich ein Hinweis, dass man vielleicht die Fotos in das Buch benutzen sollte. Ich erinnere mich. Wir wohnen zusammen. Ja. Oh. Das Schaf 27. macht gerne Stunts. Was nicht heißt, dass es gut darin ist. Und der Busch erfindet gerne Sachen. Und seine Erfindungen explodieren gerne. Und ich frage mich gerade, ob ich gerne mit Ihnen zusammenwohne. Was ist das? Oh mein Gott. Aber warum mache ich das bloß alles mit euch beiden Verrückten? Weil wir Freunde sind, Bernie. Was ist das? Oh, Herzchen. Emotionaler Kitschiknampf? Emotionale Liebe. Chili das Schaf. Briegel der Busch. Emotionaler Kitschiknampf. Ja. Ich soll diesen emotionalen Kitschiknampf nehmen? Kommt gar nicht in Frage. Bernd? Ihr schon wieder? Nimm mal die Herzen. Warum sollte ich das tun? Weil wir dich zwingen können. Was? Mist. Bernd? Zieh mal das Symbol auf deine Freunde. Niemals. Die beiden sind absolute Nervensägen. Und das ist noch geschmeichelt. Spieler? Du, vor dem Monitor, Was zieh doch mal ich? das Symbol auf einen von Bernds Freunden. Freunden? Oh, das soll ich wirklich machen? Emotion Liebe. Ja. Oh, weil ich zuerst das Schaf oder den Busch? Das Schaf. Schaf, Busch. Ich werde gezwungen, euch eine positive Emotion entgegenzubringen.
Das ist wirklich bekloppt. Genauso bekloppt wie die Idee mit den Superhelden. Die Erinnerung kommt zurück. Und es ist keine schöne Erinnerung. Das Schaf und der Busch hatten die ach so lustige Idee, Superhelden zu spielen und Verbrechen zu bekämpfen. Mist. Immer wenn das Verbrechen in der Stadt wütet, schlägt das Crime Detector Spotlight 3000 Alarm und ruft Chief Majors, Nahkampf als Fassadenakrobatin und schlau wie ein Schaf. Eigentlich Chibi das Schaf, aber das darf keiner wissen. Dr. Bumblebee Butch, Mastermind, Technikgenie und selbsternannter Alien-Botschafter. Eigentlich Briegel der Busch, aber das ist streng geheim. Der kastige Koloss, kastig, kolossig, brotig. Eigentlich Bernd das Brot, aber den erkennt ja sowieso keiner. Zusammen sind sie die Unmöglichen. Was für eine irrwitzige Idee. Und ich wurde gegen meinen Willen gezwungen mitzumachen. Wie immer. Und los geht's. Schaf, pass auf! Die Laterne! Chili Power! Also nicht leicht, der arme Bernd. Ja. Drei, zwei, eins! Immer wenn das Verbrechen zuschlägt, schlagen wir zurück! Oder fahren gegen eine Laterne. Hurra! Warum sind wir eigentlich hier? Wir müssen ein Verbrechen lösen. Was für ein Verbrechen? Das musst du rausfinden, Bernd. Du bist der kastige Koloss. Ich such schon mal Verbrecher. Okay, typisch klickt man hier, bis wir jetzt den Tatort untersuchen. Ich würde sagen, gucken wir erstmal die Antenne an hier unten. Eine Antenne. Die Antenne des Bernd-Mobils. Eine Feder. Eine Feder. Vielleicht ergibt sich mal die Gelegenheit, Indiana zu spielen. Ich muss kurz den Soundtrack ein bisschen leiser drehen. Das Kitzel! Sonst hört man ja gar nichts mehr hier. Ein Sockel. Das ist ein Sockel für überteuerte Stadtparkkunst. Jetzt leer. Frage: Wie kommt ein Polizist in einen Baum? Antwort: Keine Ahnung. Aber das hat bestimmt wieder was mit uns zu tun. Und er wird sehr sauer sein. Okay, da oben ist halt der Buddy mit, keine Ahnung. Also ich finde, der sieht da oben ganz gut aus. Ja, ich will es aber da oben lassen. Ein Wegweiser für Gassigier. Rechts geht's zum Herrchenklo und links auf der Wiese das Hundchen. Igitt. Oh Gott. Eine Wiese, die zu Müßiggang und Ausrutschen in Hunde-Igitt einlädt. Diese alle voll Hundekacke. Ja. Das ist eine Ex-Laterne. Es fährt nicht mehr, ich will es nicht. Der irre Busch. Gehen wir mal den Busch. Nur ein bisschen Lack und er ist wieder wie neu. Wenn man das auch von dir behaupten könnte, Busch. Dr. Bumblebee, wenn ich bitten darf. Ah, ich wollte was. Das Schaf. Das ist ein verrücktes Schaf. Sie nennt sich meine Freundin. Hilfe? Guck mal jetzt. Das Schaf macht Hundebesitzer darauf aufmerksam, dass ihre Lieblinge nicht auf den Rasen machen sollen. Das hat ja funktioniert. Für die Hundebesitzer ist es aber eher ein nicht ernst gemeinter Vorschlag. Hat ja sehr gut funktioniert. Und ja. Wenn ihr das Leuchtdings vom verrückten Busch. Ich mag es nicht. Das magst du nicht, Bernd. Okay, was machen wir jetzt? Wir haben eine Feder und eine Antenne. Das hast du nicht gerade wirklich versucht, oder? Ha, bitteschön. Hallo? Kann ja ein bisschen, ja, Pixie spielen. Jemand zu Hause? Das kann nicht funktionieren. Was können wir spielen? Pixie, beim Polizisten. Mit dem geht er nicht. Das funktioniert so nicht. Und das hätte ich dir auch vorher sagen können. Oh, hilf mir doch mal, Bernd. Das hast du nicht gerade wirklich versucht, oder? Okay, was machen wir hier? Sag mal, vielleicht können wir ja noch mit dem Schaf reden. Haben wir schon versucht, der kann er nicht machen. Kann ich zum WC gehen vielleicht? Nee. Okay, wir müssen hier irgendwie weiterkommen. Das ist ja schon mal super, dass es so anfängt. Keine Ahnung, was ich machen soll. Gib doch einfach mal die Antenne den Busch. Hallo? Nein. Spieler? Jemand? Das funktioniert. Dem Schaden muss es auch nicht geben. Das hast du. Typisch Try and Error. Einfach auf alles versuchen. Hallo? Eine Laterne. Sie macht Licht im Dunkeln. Toll. Kann man mit der Feder den Polizisten ärgern? Das funktioniert so nicht. Den Busch? Das hast du nicht. Das Schaf? Hallo?
Das Schild? Kein Rasen? Das hast du nicht. Jetzt bin ich überfragt. Was kann man da machen? Kannst du vielleicht noch was angucken? Guck, hier. Mist. Oh, Kaugummi. Schmeckt fad im Mund, klebt dafür gut am Schuh. Mist. Ah, Kaugummi. Jetzt wollen wir natürlich wahrscheinlich... Eine Feder mit klebrigem Ende. Durch Kombination entstandenes albernes Werkzeug. Ich nenne dich Kitzelstab. Und damit jetzt auf den Polizisten. Haha. Ja. Das ist albern. Könnte aber funktionieren. Kille, kille, kille. Bravo! Schillischaf! Wie sie fast die gesamte Wucht mit ihrem Kopf abgefangen haben. Respekt. Könnte mir jemand das Band aus dem Mund nehmen? Na gut. Danke. Bitte. Dann können wir ja jetzt gehen. Nicht bevor wir das Verbrechen gelöst haben. Herr Wachtmeister, was ist hier passiert? Eigentlich ist das ein Polizeigeheimnis. Es kann an dem Sturz auf dem Kopf liegen, aber ich erzähl's mal. Auf diesem Sockel da unten stand bis gestern noch die Statue des erkälteten und skatspielenden Jaks, ein Geschenk unserer Partnerstadt Ulan-Graboink in der äußeren Langolei. Das, wo morgen der große Staatsbesuch des langolischen Präsidenten Djinnis Göm ins Haus steht. Ein Punkt auf dem diplomatischen Protokoll ist die feierliche Bewerfung des erkälteten und skatspielenden Jaks mit Kamilleteebeuteln. Und wenn die Statue bis morgen Mittag nicht wieder da ist, fürchtet unser Bürgermeister um die internationalen Beziehungen und den Jack-Joghurt-Handel. Wie kann so eine schwere Statue einfach so unbemerkt aus dem Stadtpark verschwinden? Ich muss Zeugen suchen. Dabei bin ich so müde. Gute Nacht. Berndi, du suchst die Zeugen? Ich laufe durch den Park und mach Jack-Grunzlaute, um es anzulocken. Das Jack ist aus Bronze. Gutes Zeugen suchen, Bernd. Ich suche Außerirdische. Ha, wie nützlich. Ja. Na dann. Wir müssen also eine Jagdstatue finden, damit das Kaff uns dann nicht Probleme macht. Also das mit. Können wir gebrauchen. Einmal. War vorher an dem Baum. Und daran war ein Polizist. Jetzt nicht mehr. Mist. Das Gesetz schläft nie. Herr Budimcic, jetzt schon. Okay, wir können mitgehen. Dann gehen wir mal zum Springbrunnen. Was uns da erwarten wird. Erstmal ein Vogel. Und wo soll ich hier einen Zeugen finden? Ja, ich glaube, der Chef hat da hinten viel Erfolg. Der Pantomime. Hallo, Herr Stadtpark-Pantomime. Ein Verbrechen oder sowas Ähnliches wurde begangen. Haben Sie etwas gesehen? War ja klar. Er will Kleingeld, bevor er was sagt. Ich hasse Kleinkünstler. Ah, so einer. Okay. Wo kriegen wir Geld her? Ein netter Vertreter städtischer Sanitär. Ich glaube, er hier. Dass es das noch gibt. Glitzert da nicht was im Münzschlitz? Plätscher, plätscher. Da liegt was. Wir sind im Brunnen. Wir müssen den Brunnen irgendwie... Mit dem Stab vielleicht? Das geht nicht. Hallo? Das kann auch nicht funktionieren. Okay, was haben wir hier? Also emotionale Begeisterung. Wo kommt die denn her? Haben wir gefunden. Das wäre zu einfach, oder? Hey, es ist so einfach. Und das Schaf ist mir das Clown, oder? Cool, Kleingeld. Lieber Wunschbrunnen, ich wünsche mir einen Grundsophon. Dann kann ich das Jack besser anlocken. Schaf, was tust du da? Erstens, das Jack ist aus Bronze. Und zweitens ist das kein Wunschbrunnen. Oh. Jetzt schon. Yippie! Au, au, au. Oh, schade. Das lockt nur Wikinger an. Muss ich halt weiterrufen. Mist. Wie kriege ich jetzt die Münze aus dem Brunnen wieder raus? Kinderschaufel. Hier vielleicht.
Eine Kinderschaufel, mit der sich viele Kleinkinder eins über die Rübe gezogen haben. Vielleicht kann ich sie auch mal gebrauchen. Kann man schütteln mit dem Band? Das funktioniert nicht. Nein. Das hast du. Okay. Müssen wir vielleicht den Stab erst irgendwo in den Hundekacke drücken? Als in den Kaugummi vielleicht? Können wir einfach den Stock nicht den Pantomime schlagen? Hallo? Die Schrecken der christlichen Seefahrt. Skulptur gestiftet von Kapitän A.D. Hans Hasselwasser. Ah, ich hab sowas von keiner, was wir jetzt machen können, verdammt. Ich will einmal gucken. Ob ich mir diesen Mülleimer genauer ansehen will? Nein, sicher nicht. Doch, 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 jetzt will ich dazu, Grill. Bernd. Das funktioniert. Wir können erstmal die zwei machen, müssen wir weiterlaufen. Wollen wir erstmal Kleingeld oder sowas? Okay. Ich bin mitten in der Nacht verkleidet auf einem Spielplatz. Okay. Das ist ein Sandkasten. Da kann man schon wieder Schaulers ausgraben, oder? Oho. Und was werden wir ausgraben? Wer sucht, der findet. Heißt es ja so schön. Na, eins. Und. Ein Schuh. Ich bin etwas enttäuscht. Das kann doch nicht alles sein. Na gut. Einen alten Stiefel haben wir gefunden. Ein Sandkasten. Voll mit Sand. Wer hätte das gedacht? Ja, Sand im Sandkasten. Ein Vogelnest. Sagt der Busch. Es ist Dr. Bumblebee Busch. Brillant, blättrig, belesen? Bekannt in Stadt und Land? Nee, am Spruch muss ich noch arbeiten. Was sagt der Busch denn zu uns? Busch, was machst du hier? Bernd, ich bin gerade den Außerirdischen auf der Spur. Da hinten, eine Landeplattform mit Ausstieg, ohne Treppenstufen. Vielleicht sind sie Amöboid und haben Pseudopoden, auf denen sie gleiten. Das ist eine Rutsche, Busch. Ah, hui, da hat sich aber einiges verändert, seit ich als kleiner Busch auf dem Spielplatz war. Moment, ich war nie auf einem Spielplatz. Das erklärt einiges, du Zimmerpflanze. Nie beim Spielplatz, der arme Busch. Okay, jetzt haben wir einen Stiefel. Was kann man mit dem Stiefel denn machen? Einen Stock binden. Das hast du nicht gerade wirklich versucht, oder? Hallo? Okay, das geht auch nicht. Was ist denn das Jakophon? Nein. Können wir den Stiefel vielleicht noch angucken? Ein alter Stiefel. Riecht schlecht, ist kaputt. Und ich passe nicht rein. Nimm mal die Wippe. Die kann man benutzen. Eine Wippe ist in der Bodenverankerung lose. Komm, welche hin? Ich glaube, jetzt steht die Wippe richtig. Warum weiß ich das? Spielplatz von Ching Fui. Drachenschnur. Flieg in die Freiheit, mein Freund. Flieg, flieg. Ach, sie werden so schnell Flügel. Was rede ich da? Keine Ahnung. Okay, jetzt haben wir eine Drachenschnur. Die kann man schnell in den Stock anbinden. Wenn's nicht anders geht. Jetzt haben wir einen Stock mit Schnur. Und die kann man schnell in den... Das hast du nicht gerade wirklich versucht, oder? Na gut. Eine Angel kann man daraus bauen. Dann. Hallo? Das... Hallo? Schade. Das ist schon mal der richtige Schritt gewesen. Eine Schaukel mal gucken. Diese Schaukel ist schon Opfer des grassierenden Vandalismus geworden. Irks. Da wird doch jedem schlecht drauf. Der Wenn Globus? Ich die Kugel runterwerfen will, brauche ich irgendwas, womit ich es tun kann. Warum steht eine Statue der griechischen mythologischen Figur Atlas auf einem Kinderspielplatz? Jedenfalls scheint die Weltkugel etwas lose zu sein. Also, der Plan ist natürlich offensichtlich, dass wir irgendjemanden hier draufsetzen müssen, dann diesen Globus da drauf fallen, dann fliegen wir irgendwo hin. Das müssen wir bedenken. Ja. Aber was werden wir dazu machen? Wir haben erstmal den Schnur mit Busch. Mit Stock. Vielleicht können wir damit ja angeln. Das funktioniert so nicht. Und das hast du nicht gerade. Hallo? Wollen wir doch mal nochmal Kaugummi zum Kleben? Kaugummi ist immer gut. Ja. Braucht die Münze aus dem Brunnen. Mit dem reden wir nicht mehr. Komm, Quatsch, kann ich nochmal aufnehmen. Was die Wiese für die Hunde ist der Gehweg für die Kaugummikauer. Igitt. Die Lampe ist auf ihrem Vogel, da reden wir nicht mit mir. Diese Vögel heutzutage. Nee, hier gibt's nichts mehr. Ja.
Wir haben einen Ast. Wir können uns natürlich Hinweise geben lassen, aber das wollen wir natürlich nicht machen. Lampe. Schaf. Telefonzelle. Später vielleicht. Hast du eine Idee? Konntest du mit dem Clou noch irgendwas machen? Sieht nicht so aus. Ich könnte ja vielleicht einen Stiefel reinhauen. Das funktioniert. Nee. Das hast. Nee, nee. Das kommt zuvor. Hallo? Wie gesagt, dass man den Stiefel benutzen soll, das geht wohl nicht. Meine Absperrband. Vielleicht deine Emotions. Applaus, Applaus. Ich bin begeistert. Achso, das ist dem Applausgeber hier. Ja. Für einen elenden Pantomimen würde ich wirklich nur dann Begeisterung aufbringen, wenn man mich zwingen würde. Ja, hab ich doch gerade. Für einen E. Wenn man. Das hast du nicht gerade. Okay. Kann ich angrunzen? Hallo? Nein. Ich bin überfragt. Ich habe keine Ahnung mehr. Gib mal einen Tipp. Okay. Das habe ich angeklickt, das habe ich angeklickt. Habe ich alles angeklickt gehabt, oder? Eigentlich schon, ja. Dann das Journal. Komm nochmal rüber. Brauchen wir irgendwas zum Angeln, nehme ich mal an. Und Magnet wäre am besten. Dann kann man den Schlüssel natürlich rausholen. Aber wo kann man hier Magneten her? Ich meine, ich kann den Stiefel da drauf schmeißen, würde ich sagen. Das funktioniert. Nee. Das hast du. Da Unterwäsche auf der Schaukel? Hier oben, ja. Irgendwie schon, ne? So eine Socke. Und deine Unterhose. Gucken wir mal hier. Da war eigentlich auch alles angeklickt, wie es aussieht. Ja. Eine Wippe ist in der Bodenverankerung lose. Kann er nicht draufstellen, oder? Vielleicht können wir die Kugel mit der Schaufel runterhebeln. Müssen wir irgendwas schmeißen, würde ich sagen. Kannst du sie angrunzen? Das funkt. Busch, gib mir einen Tipp. Was macht das Buch? Das Buch gibt mir auch keine Hinweise. Muss die Mütze da irgendwie rausangeln, sagt man. Also müssen wir irgendwas finden, mit dem wir es ankleben können oder sowas. Polizeiflatterband. Das hast du. Wann war das durch? Hallo? Irgendwas wird schon funktionieren. Das hat. Hallo? Das. Die übliche Taktik in Adventure Hallo? Games, wenn man nicht mehr weiß, wer geht, einfach mal alles miteinander probieren. Das hat. Hallo? Okay, nichts funktioniert miteinander. Was könnten wir jetzt noch tun? Sandkasten hatten wir schon geprüft. Der Busch hält uns eh nicht. Kann man den Busch benutzen? Das funkt. Den Stiefel vielleicht? Nein. Schaufel? Hallo? Nein. Das Grundsophon? Das funkt. Nein. Das Band? Das auch nicht. Dann machen wir ein bisschen Begeisterung für Priegel. Yay! Busch? Oh ja. Ich finde deine Arbeit hier auf dem Spielplatz ganz, ganz großartig. Echt, Bernd? Ja, Busch. Du stehst hier rum und rum und rum. Und das ist echt super. Das ist ja echt gut. Aber was können wir hier noch machen? Wir haben ja wirklich alles angeklickt. Sandkasten, Wippe, Schaufel, Lampe. Habe ich so etwas nicht schon mal gesehen? Männer umschwirren mich wie Motten das Licht. Wo waren wir? Ich bin überfragt. Was könnte man auf diesen Globus verbinden? Kann ich vielleicht die Wippe mit dem Hallo? Band? Nein. Oh, Band an den Globus. Später vielleicht. Später vielleicht, okay. Sollten wir uns merken. Stiefel-Globus geht nicht. Stiefel-Wippe. Das hast du. Die Frage ist, was müssen wir von der Wippe dann katapultieren lassen? Hallo? Das ist... Keine Ahnung. Ich muss mal gucken, hier hat man ja auch alles. Wenn wir mit dem Klo machen. Das hat. Hallo? Das. Wir können den Klo abonnieren. Wir können einen Sachen. Wir können einen Sachen abonnieren. Das hast du nicht gerade wirklich versucht, oder?
Die Telefonzelle können wir auch applaudieren. Yay. Oh, ich mag diese alten Dinger. Anachronistisch. Unnütz. Dämmern vor sich hin. Schön. Boah, ich bin absolut überfragt. Ich würde sagen, machen wir hier kurze Pause. Denken wir danach, machen wir beim nächsten Mal dann weiter. Dann danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.